Hat die US-Notenbank Fed so etwas wie einen Trendwechsel eingeleitet für die Aktienmärkte, für die Rohstoffmärkte? Ist das also das Ende einer sehr langen Party, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, durch die hawkischen Aussagen der US-Notenbank am Mittwoch? Am Donnerstag haben sich die Märkte dann gesagt, ach, lass die doch spielen, so ernst meinen sie das nicht, aber dann am Freitag plötzlich der Rückschlag. Oh, sie scheinen es doch ein bisschen ernster zu meinen nach den Aussagen von James Bullard. Der ist zwar nicht stimmberechtigt, stimmungsberechtigt wahrscheinlich schon, aber nicht stimmberechtigt derzeit innerhalb der Fed. Und der hat ein paar unschöne Sachen gesagt aus Sicht der Aktienmärkte. I put a starting in late to 2020. Also könnte schon Ende 2022 mit den Zinsanhebungen losgehen. Little concerned about housing market growth, also praktisch die Blase am US-Immobilienmarkt. Das ist auch an der Fed nicht vorbeigegangen. Und there is some risk in our inflation forecast. Also man nimmt die Inflation jetzt richtig ernst. Das ist der Unterschied zu vorher. Die Fed hat ja gesagt vorher, lass mir mal so ein bisschen überschießen, das kriegen wir in den Griff, das wird kein Problem. Hauptsache die Wirtschaft läuft, jetzt sieht man die Wirtschaft läuft, naja, okay zumindest, auch wenn die Daten so ein bisschen unter der Erwartung liegen in letzter Zeit. Aber die Inflation, da ist man nicht mehr so sicher, dass das Ganze so transitory ist und ist deswegen eben ein bisschen vorsichtiger geworden und die Märkte haben dementsprechend reagiert. Die Aktienmärkte eigentlich weniger, es sind vielmehr die Anleihemärkte, die reagiert haben. Aber natürlich haben wir auch an den Aktienmärkten ein bisschen was gesehen und vor allem da ist plötzlich wieder Volumen da. Vorher diese, naja, eher hirnfreien Handelstage, als sehr, sehr wenig passiert ist. Schauen wir hier mal die Umsätze beim SPY, beim Spider, beim maßgeblichen S&P 500 ETF an. 7.6. 51 Millionen, nächster Tag 47 Millionen, 48, 51, 45, 42, 51 und dann plötzlich ab 16.6., das war der Tag, an der die Fed-Entscheidung bekannt wurde, 80 Millionen, am Donnerstag 90 und dann am Freitag 118 Millionen, also fast das dreifache Volumen, das wir etwa 14.6., 11.6. gesehen haben. Also da war richtig was los, da ist richtig was passiert. Was ist da passiert, das wollen wir uns auch jetzt mal anschauen, nämlich wir haben die Rückbesinnung zu Growth. Ab oder weg von Value. Hier sehen wir, wie das seit der Fed voll auseinanderklafft und von unten sehen wir vor allem die Zinskurve und die Finanzwerte. Zinskurve hier, die 5-jährige US-Staatsanleihe gegenüber der 30-jährigen US-Staatsanleihe und es ist so, dass die länger laufenden Staatsanleihen deutlich fallen. Da ist sozusagen Sand im Getriebe und das bringt die Finanzwerte unter Druck. Das bringt also die Bankaktien, die zuvor hervorragend gelaufen sind, unter Druck. Es bringt eigentlich alles unter Druck, was vorher mit dieser Reopening-Story, mit dieser Reflationsgeschichte verbunden war. Mit dieser Geschichte, wir leben in der besten aller denkbaren Welten. Wir haben ökonomisches Wachstum ohne Ende. Wir haben sehr gute Zahlen der US-Unternehmen. Plus wir haben dann noch eine unterstützende Fed und dieses Goldilocks-Szenario, ich hatte es letztens schon gesagt, ist zumindest angekratzt, indem die Fed eben nicht mehr so klar unterstützend ist. Das sehen wir auch an anderen Fronten. Also wir haben jetzt im Prinzip das erste Mal klare Fragezeichen, dass dieses Goldilocks-Szenario noch intakt ist und das könnte gerade diesen Trendwechsel vielleicht ausmachen, der von fast allen zurückgewiesen wird. Die sagen, nein, das ist halt jetzt mal eine Korrektur, lass sie doch mal 5% korrigieren, ist okay. Kaum einer stellt sich vor, dass es vielleicht doch jetzt ein bisschen schwieriger wird, dass das vielleicht doch jetzt schon eine Situation ist, wo der eine oder andere sich denkt, jetzt nehme ich mal ein paar Chips vom Tisch. Das werden wir heute nochmal sehen, was die Fed-Mitglieder sagen. Da haben wir heute wieder James Bullard, der ja am Freitag in diesem CNBC-Interview solche unschönen Sachen gesagt hat. Und dann haben wir noch Kaplan von der Dallas Fed, jetzt auch nicht gerade als dovish bekannt. Und wir haben dann noch Williams, den New York Fed-Chef eher dovish, der allerdings vielleicht gar nicht zur Geldpolitik sich äußern wird. Also da sind viele, viele Fed-Speaker in dieser Woche. Da wird sich zeigen, was die zu sagen haben. Powell wird morgen eine Anhörung haben.
glaube ich, vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Aber was sollen Sie groß anders erzählen? Sie können ja jetzt nicht rückgängig machen, was Sie da gesagt haben. Das würde Sie unglaubwürdig machen. Also es ist nicht zu erwarten, dass Sie jetzt volle Rückzieher machen. Paul selber hat ja versucht, am Mittwoch in der Pressekonferenz die Märkte zu beruhigen, indem er die Dotplots relativiert hat. Ja, niemand kennt die Zukunft. Dementsprechend nehmt das doch nicht so ernst, liebe Märkte. Das hat die Märkte dann am nächsten Tag, am Donnerstag, nochmal beruhigen können. Aber dann nochmal die Breitseite von James Ballard. Und es war zu viel. Jetzt hat einer schon angefangen, aber den nimmt ohnehin keiner ernst, nämlich Andrew Agassi für Arme, das ist Neil Kashkari, der hier gesagt hat, also ich bin gegen Zinsanhebungen, also nee, der ist so ziemlich das dovische Ende all dessen, was menschlich überhaupt möglich ist, also der will auf jeden Fall nicht die Zinsen anheben, aber die Märkte spielen eben doch eine Verknappung der Liquidität, das haben wir gesehen, die globalen Aktienmärkte haben in der letzten Woche 2,3 Billionen an Marktkapitalisierung verloren in Dollaris. Und wir sehen, der S&P 500 ist in Tandem gefallen mit der Liquidität, die gesunken ist, nämlich um eine Billion Dollar in diese Liquiditätsberechnung. Da gibt es einen Index, Global Liquidity Index, GLI, wenn Sie das mal gucken wollen, wird von einem Analysehaus berechnet. Da Kreditwachstum spielt da eine Rolle, Aktienkurse spielen eine Rolle, viele Komponenten, die in Sachen Liquidität hier relevant sind. Und wir sehen, das ist relativ parallel, diese globale Liquidität und eben die Aktienkursentwicklung. Ja, und in Sachen Liquidität stellt sich natürlich die Frage, die FED, die macht ja dieses sogenannte Tapering, also sie kauft ja Staatsanleihen. Allerdings, und das ist ja das, was derzeit passiert, gibt sie diese Staatsanleihen im Prinzip an die Banken sofort zurück. Das heißt, sie hat ja in diesen Reverse Repos, stellt sie Staatsanleihen zur Verfügung gegen Cash der Banken. Damit entzieht sie dem Kreislauf Cash, überschüssiges Cash, das derzeit ja so reichlich vorhanden ist. Und das eben ist auch ein Prozess des Liquiditätsentzugs, der hier stattfindet. Die Banken brauchen diese Staatsanleihen aus regulatorischen und bilanziellen Gründen. Und hier sagt Andreas Denolasny, ja, was bringt das eigentlich, wenn die Fed sozusagen am Morgen Bonds kauft, um sie dann am Abend wieder zurückzugeben an die Banken, zurückzuverkaufen an die Banken, das ist letztendlich ja linke Tasche, rechte Tasche, das bringt nicht zusätzliche Liquidität und hier sagt Andreas Denolasny, ja, die Fed könnte bald gezwungen sein, hier Zinssätze eben am Interbanken oder bei diesen Repos zu akzeptieren, die unter Null sind, um überhaupt das Ganze noch weitermachen zu können. Trendwechsel. So hatte ich ja dieses Video auch mit überschrieben, vielleicht auch beim Dollarindex. Wir sehen hier eine wunderschöne Bodenformation hier im längeren Chart des US-Dollarindex. Übrigens ein Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Gut, dass ich das mal hier noch platzieren kann. Jedenfalls sehen wir diese Bodenbildung und sehen jetzt, wenn wir dieses Hoch, dieser obere Pfeil, das ist etwa der Bereich 93,50 im Dollarindex, wenn wir da drüber gehen, dann würde diese Bodenbildung sich bestätigen. Und dann hätten wir im Prinzip eine umgekehrte Schulterkopf-Schulterformation mit Zielen dann bei 96, 97 im Dollarindex. Das wäre alles kein großer Beinbruch, aber es würde eben zeigen, weitere Dollarstärke. Und ich hatte neulich in einem Video gesagt, die Daten der Bank of America zeigen, dass alles gesucht wird bis auf Anleihen und eben der Dollar überverkauft, die Staatsanleihen überverkauft. Das heißt, wenn die Staatsanleihen kauft, der kauft einen Kurs, hofft, dass dieser Kurs steigt und damit die Renditen fallen. Komplizierte Geschichte, aber das ist so. Jedenfalls sehen wir jetzt die Hosse eben bei Staatsanleihen, indem die Renditen fallen. Und wir sehen die Hosse eben beim Dollarindex. Und das könnte so weitergehen. Hier sehen wir mal den Inflationsvergleich zwischen der Eurozone und den USA und das gekoppelt mit dem Euro-Dollar. Das läuft relativ parallel, kann man sehen. Und wenn die ganze Geschichte hier sich weiter so zuspitzt, nämlich dass die Amerikaner eine viel höhere Inflation haben als wir hier in Europa, dann könnte es noch weiteres Downside-Potenzial für den Euro geben und zwar durchaus reichlich und das würde bedeuten, dass der Dollarindex noch stärker steigen würde, denn der Euro ist mit 54% in diesem Dollarindex gewichtet, also sehr, sehr dominant. Dementsprechend könnte da noch mehr von dieser Dollarstärke kommen und Dollarstärke ist ein Problem, vor allem für Schwellenländer, für diejenigen, die in Dollar verschuldet sind. Wir sehen ja das jetzt erstmal seit Februar, heute Nacht die 30-jährige US-Staatsanleihe unter 2% gefallen ist. What inflation? Welche Inflation? Das ist sozusagen jetzt
zumindest ein temporärer Kollaps der Inflationsstory, der Reopening-Story, der Boom-Story. Man geht also davon aus, dass diese hawkischere Fed schon dazu führen wird, dass die Inflation nicht so stark ansteigt, dass die Wirtschaft nicht überhitzt, nicht überschießt. Mal sehen, ob diese Erwartung zutrifft. Wir könnten auch schwaches Wachstum haben und dennoch höhere Inflationszahlen. Man argumentiert hier oft jetzt, ja, seht doch mal hier diese Inflation, mit der ist es nicht weit her. Ihr seht doch, dass jetzt die Rohstoffwerte gefallen sind. Jetzt der Commodity-Index von Bloomberg 6% von seinem Hoch gefallen. Aber die Rohstoffe sind immer noch massiv gestiegen im Vergleich zu den Vormonaten. Also dieser kleine Fall, der tut nicht so wahnsinnig viel, obwohl wir natürlich sehen, wir hatten jetzt bei Gold mit über 5,5% die schwächste Woche seit März 2020. Kupfer fast 8% gefallen, Korn also meist 7,5% gefallen, Sojabohnen sogar mit dem stärksten Abverkauf seit Juni 2014 und Lumber, Bauholz, auch wieder unter Druck, 11% verloren, vierte Woche in Folge mit deutlichen Verlusten. Und jetzt haben wir eine Situation, dass all das, was jetzt vor allem am Freitag verprügelt wurde, nämlich Rohstoffe, Finanzwerte, dass das natürlich jetzt ein bisschen überverkauft ist. Wir können also durchaus jetzt eine technische Gegenreaktion sehen, die diese Überverkauftheit ein bisschen abbaut. Aber vielleicht ist eben der Trendwechsel wirklich passiert, indem eben jetzt diese Sektoren, die von dieser Reopening- und Reflationsstory profitiert haben, vielleicht nicht mehr so wahnsinnig profitieren, nicht mehr so gut laufen werden. Der S&P 500, der Leitindex der Welt. Der ist ja nicht gerade marktbreit gut gelaufen. Wir sind auf Allzeithochs gewesen, aber die Zahl der Aktien, die wirklich neue Hochs erreicht hat, war eher gering. Jetzt sehen wir, dass der S&P 500 zwar immer noch nahe der Allzeithochs handelt, aber eine Rekordzahl an Aktien in diesem Index auf einem Einmonatstiefe liegt. Das gab es noch nie in der Geschichte des Index. Also da ist ein Problem mit der Marktbreite. Wir sehen, dass die FANG-Aktien, die marktschweren Tech-Aktien derzeit das Ganze wieder dominieren. Und jetzt hier mal etwas aus dem Repertoire von Steinzeit-Boomern, nämlich ein Zeitungsausschnitt, Zeitung. Liebe Jungboomer, das ist das, was teilweise gedruckt ist und sogar nicht digital ist. Nicht digital, muss man sich mal vorstellen, das gibt es auch, die sind nicht digital. Ne? Zeitung, ne? Vielleicht haben eure Eltern das noch auf dem Tisch, ihr werdet es nicht mehr haben. Da jedenfalls nochmal ein Ausschnitt. Der Bank of America sagt, dass die Investoren bullish positioniert sind für permanent growth, also permanentes Wachstum, transitory inflation, vorübergehende Inflation und ein peaceful Fed Taper, also dass die Fed ganz entspannt, ganz rutsche, ohne den Märkten zu schaden, hier tapert, also die Anleihekäufe zurückführt. Und dementsprechend sind alle positioniert in zum Beispiel Energie, Industrial, Financials, also diese Sektoren, die am Freitag am meisten auf die Mütze gekriegt haben. Da sind die meisten eben drin, das ist der Mainstream, das ist der Consens Trade, und wenn es da mal rappelt, dann sind viele sehr, sehr hoch gehebelt in dieser ganzen Geschichte, und da ist der Schmerz dann eben durchaus vorhanden. Und es könnte noch ein bisschen heftiger werden, wenn wir uns mal so ein paar Proxys anschauen, also ein paar Frühindikatoren, die in der Vergangenheit immer gute Kursbewegungen angezeigt haben, zum Beispiel australische Dollar zum japanischen Dollar in Relation zum S&P 500. Hier sehen wir, dass der australische Dollar zum Yen deutlich gefallen ist, ebenso New Zealand Dollar zum japanischen Yen. Hier sehen wir sehr kongruente Entwicklungen beim S&P 500 und eben diesen Währungspaaren. Das ist dementsprechend ein sehr guter Frühindikator, und vor allem sehen wir hier, dass diese Kontraktion der Zinskurve derzeit, 5-jährige Staatsanleihe gegenüber der 30-jährigen Staatsanleihe, der Spread ist deutlich geringer geworden. Das kontrahiert also sehr, sehr stark, und auch das korrespondiert normalerweise mit dem S&P 500. Also es könnte durchaus jetzt ein bisschen ungemütlicher werden, weil dieses Goldilocks-Szenario nicht mehr intakt ist. Der eine oder andere hat gesagt, ja, das, was die Fed gesagt hat, war nicht hawkisch, es war nur etwas weniger dovish, könnte man auch so sagen, aber so dieser gedankenfreie Trade, alles ist super, beste aller Welten, der ist erstmal weg. Jetzt wird eben die Nervosität größer. Schauen wir uns mal an, was die Fed-Mitglieder zu sagen haben, wie die Märkte heute reagieren. Wie gesagt, wir sind kurzfristig ein bisschen überverkauft, vor allem in bestimmten Sektoren, Finanzwerte, Rohstoffwerte etc. Da kann durchaus eine technische Gegenreaktion kommen, aber wird der alte Trend wieder aufgenommen, also dieser Reopening-Reflationstrade, wird der wieder intakt? Ich habe meine Zweifel daran und sage Ihnen Servus und Ciao.